Ja, Christian Dieter ist mein Name, ich komme aus Magdeburg, ist nicht weit weg von hier. Wir fahren mit dem Bummelzug morgens früh. Und ich bin vom IFAK, Institut für Automation und Kommunikation. Das ist ein Institut, was dem Forschungsmittelstand einzuordnen sind. Also wir sitzen zwischen Hochschule und den Großforschungseinrichtungen mit einem breiten Spektrum an Themen. Eines davon ist auch IKT, aus dem ich weitgehend komme. Und in einem Blitzlicht kann man nicht viel sozusagen machen. Deshalb habe ich mir diese Fragen gestellt und die möchte ich gerne mit Ihnen beantworten. Mein Thema war Industrie 4-Komponente, wie die in die Produktion zu integrieren sind. Also muss ich mich erstmal fragen, was sind eigentlich die Gegenstände, die in die Komponente da reinkommen? Wie sind die charakterisiert, dass sie da reinkommen können? Und woraus besteht denn letztendlich solch eine Komponente? Wie ordnet sie sich dann in das Gesamtsystem? CPS, der Name ist heute noch nicht gefallen, Cyber Physical System, für die Produktion ein. Und ich habe zwei Anwendungsbeispiele kurz mitgebracht, wo ich zeigen wollte, wie das dann auch funktioniert und den Kontext natürlich zur Normung. Wurde schon zweimal berichtet zu den I4.0-Komponenten selbst und den Gegenständen. Ich habe das mal mit Bildern hier dargestellt. Bild ist Ingenieursprache. Wir könnten zum Beispiel einen Spanner, der wird im Automobilbereich in Rohbauzellen eingesetzt, Ventilinsel von Festo wird benötigt, damit der auf und zu geht und auch eine ganze Roboterzelle. Warum ist eine Roboterzelle da? Für mich könnte auch die gesamte Roboterzelle ein Gegenstand sein, den ich sozusagen für die Industrie 4.0 zugreifbar machen will. In der Verfahrenstechnik gibt es das auch. Es gibt das Ventil, das erstmal sozusagen eine dumme Einrichtung ist, wenn sie manuell betätigt wird. Es gibt aber auch Ventile, die mechanisch, elektrisch angetrieben werden oder auch ganze Betriebe. Aber auch zum Beispiel ein Leitsystem mit den PCs und den Bildschirmen, das ist für mich auch ein Gegenstand, der physisch sozusagen vorhanden ist, von dem wir eine Industrie 4.0-Komponente machen können. Die informationstechnischen Gegenstände haben wir heute auch schon beleuchtet. Das sind R&I-Fließbilder, Elektropläne, prozessleittechnische Pläne, also Visualisierung und Digitalisierung und Virtualisierung von Konzepten und Plänen. Und zum Beispiel auch ein Layout von einer Roboterzelle, wie hier unten dargestellt. Hier brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Die Konzepte und die Charakteristika für eine Industrie 4-Komponente wurden schon benannt. Wir haben also einmal das Thema, wie ist dieser Gegenstand sozusagen einzuordnen, im Sinne, ob er sichtbar ist als Individuum, nicht sichtbar ist, als anonymer Bestandteil oder eben auch als eine Verwaltungseinheit. Typ Instanz hat Herr Dr. Hofmeister sehr schön erläutert, das brauche ich hier nicht mehr zu tun. Dann haben wir die Kommunikationsfähigkeit und die Repräsentation von der Virtualisierung der Informationen in digitaler Form und die Funktion. Ich habe ein anderes Bild aus Ihrem Dokument herausgewählt für die Industrie 4.0-Komponente. Das ist ein bisschen aus meiner Heimat heraus. Ich bin eben Automatisierungstechniker und habe sehr viel mit industrieller Kommunikation zu tun gehabt. Und deshalb ist in dem unteren Rahmen, wird vielleicht nicht von allen gesehen, weil da die Podium davor sitzt. Das ist also sagen die Kommunikation, wie wir sie heute kennen. Das ist also die Feldbus-Kommunikation oder die industrielle Echtzeitkommunikation mit Ethernet-basierten Systemen. Und um diese Komponenten herum baut man diese Verwaltungsschale. Und diese Verwaltungsschale hat durchaus einen eigenen Kommunikationszugang. Ich komme da später nochmal darauf zurück, warum wir das durchaus trennen müssen. Dies ist die Frage der deterministischen und Echtzeitkommunikation, die mit dem Regelkreis zu tun hat und mit den Steuerungsaufgaben, die im operativen Betrieb direkt ausgeführt werden. Und das andere sind vielleicht doch mehr andere Aufgaben, die gelöst werden, die nicht in dem operativen Betrieb direkt eingreifen, sondern vielleicht indirekt eingreifen. Ich habe dazu später noch was. Also die Schale sitzt außen drumherum und beide haben durchaus unterschiedliche Kommunikationszugänge. Jetzt ist aber eigentlich die Frage, wovon kann ich diese Komponenten bilden? Und diese Komponente wird in dem Sinne, wie ich sie eben dargestellt habe, die Gegenstände in die Verwaltungsschale eingelegt. Und wenn wir uns unsere Landschaft anschauen, dann haben wir heute von Herrn Weinmann den Vortrag zu dem MES-Standard gehört.
Und das ist zum Beispiel eine Applikation, die dann mit diesen Komponenten zusammenarbeiten würde und dort läuft ein Workflow ab. Und dieser Workflow hat die typischen Aufgaben, die dahinter stecken, also zum Beispiel das Management, also die Produktionsplanung würde man früher einfach sagen, Qualitätsmanagement würde man sagen, man würde auch Instandhaltungsmanagement sagen, das sind also heute die Begriffe, die da verwendet werden. Und aus diesen Applikationen heraus will man dann auf diese Komponenten zugreifen. Die Komponenten, wie sie zum Beispiel in dem MES-Standard festgelegt hat, sind ganze sozusagen Betriebsteile, das sind Anlagen, das sind Anlagenteile, das sind Package Units, das sind Roboterzellen und zwar in einer Nomenklatur, so wie sie zum Beispiel in der 2264 hinterlegt sind. Wenn man die 2264 hat ja die Ebenen 1, also 0 bis 2, die ein bisschen unterhalb sind, die nicht so sehr beleuchtet worden sind. Wenn man aber in die Anlage und in die Roboterzelle weiter hineingeht, kommen ja noch die Regelkreise, die Steuerung und auch die Mess- und Stellgeräte. Und die sind meiner Ansicht nach auch Gegenstand, die mit einer solcher Schale sozusagen umgeben werden können. Sodass für mich die Integration an erster Stelle ist struktureller Natur und struktureller Natur heißt das für mich, dass jede Betrachtungseinheit, die in der 2264 enthalten ist, für mich auch ein Potenzial einer Industrie 4.0-Komponente sein könnte, in dem Sinne, dass es ein Gegenstand ist mit den entsprechenden Eigenschaften, die ich genannt habe, plus einer Verwaltungsschale, die nach oben hin sozusagen die Funktion zur Verfügung stellt, wie das dort gezeigt worden ist. Ich hatte gesagt, ich mache zwei Beispiele. Der erste Ansatz ist das Beispiel einer horizontalen Integration und das Besondere an diesem Bild wird vielleicht ist erstens, dass da noch die Automatisierungspyramide ist, die wollen wir ja gerade abschaffen mit Industrie 4.0, ich habe sie trotzdem ganz bewusst dorthin gezeigt. Und das zweite ist, das sind die blauen Striche und die blauen Pfeile, Entschuldigung, die sagen etwas aus, dass etwas anders ist als vorher, weil in einer Automatisierungspyramide ist es so, dass wir eine ganz stringente Hierarchie haben und wenn man in ein Feldgerät hinein will, dann muss man über das Leitsystem durch alles durchrouten, um bis zu dem Feldgerät dranzukommen, weil die entsprechende Umsetzung und die Kontextsicherheit, die Plausibilität und was alles dazu zu tun hat, ist außer im Servicefall sozusagen nicht ermöglicht, sozusagen an das Ding daran zu kommen. Wenn wir aber jetzt die Pfeile horizontal anzeigen, heißt das hier in unserem Sinne, dass wir tatsächlich auch in den einzelnen Ebenen auf einmal miteinander reden wollen. Und ich habe ein Beispiel rausgegriffen und das ist folgender Natur. Man stelle sich vor, wir haben also eine Roboterzelle oder eine Bearbeitungseinheit und in der Bearbeitungseinheit wird aufgrund der Überwachung, der Qualitätsüberwachung des Produktes festgestellt, dass dort ein Produkt fehlerhaft ist. Und nun möchte man gerne, dass dieses Produkt nachbehandelt wird. Das hat zwei Implikationen. Das erste ist, dass wenn das Produkt sozusagen weiter in der Linie bleiben würde, würde ja etwas getan werden mit dem Produkt, was eigentlich sozusagen gar nicht hilfreich ist und was Kosten erzeugt. Deshalb muss es ausgeschleust werden. Und das zweite ist, wenn es dann ausgeschleust ist, will man das natürlich nachbehandeln. Also die erste Aufgabe, die in dieser Applikationsschicht dort oben vorhanden ist, also im Sinne des Workflows, und des flexiblen Workflows wäre es, dieses Produkt auszuschleusen, also einen Transportauftrag auszulösen. Und der Transportauftrag würde lauten, dass es dann zu der Nachbearbeitungsstation hingeleitet wird. Und die Nachbearbeitungsstation möchte eigentlich zielgenau wissen, was sie denn bearbeiten muss. Und das kann sozusagen auch abgeleitet werden aus der Falschbehandlung. Dazu muss man natürlich die entsprechenden Daten von der Qualitätsmessung zur Verfügung haben und kann das dann in dieser Nachbearbeitungsstation mit hineinbringen. Sodass also auch dieses Ausschleusen aus dem normalen Produktionsprozess hin zu einer Nachbehandlung sozusagen in einer automatischen Art und Weise erfolgen kann. Ich habe jetzt schnell, dazu ist es natürlich erforderlich, wir sind in der Semantiksitzung hier, dass wir eine systemweite Semantik haben. Und eine der Möglichkeiten ist es eben, diese Merkmale zu haben. Ich möchte gerne nochmal eine andere Diskussion hier oder ein anderes Thema mit aufbringen, das nennt sich Profil. Im Blitzlicht kann man nicht viel sagen. Profile kommen so ein bisschen auch in der Automatisierungstechnik vor. Wir haben viele, viele Geräte, die am Feldbus hängen, CAN-Bus zum Beispiel, die Antriebe von Lokomotiven oder in der Verfahrenstechnik, Profibus PA-Geräte und so weiter, mit Profilen ausgestattet und es ist sichtbar geworden, dass man sehr viel Engineering-Aufwand sparen kann. Das heißt, dass man aus der Vielzahl dessen, was man haben kann,
ein Subset für eine bestimmte Applikation auswählt, sich auf dieses Subset einigt und damit sozusagen auch einen Gewinn für die entsprechende Semantik-Austausch erreichen kann. Das muss man natürlich für alle diese Teilschritte machen. Ich habe noch schnell ein weiteres hinzugefügt, das ist nicht mein Thema heute, Kommunikation. Ich möchte noch etwas auch den Ball von der Echtzeitkommunikation aufgreifen. Möchte ich eine kleine Anekdote erzählen. Wir sitzen in einem der Arbeitskreise zur DKE Normus Nord Roadmap mit Herrn Dr. Höcher zusammen. Und kommt auch das Thema auf Echtzeit und ich sitze da und spule das also ab. Also mit wer automatisiere ist, der weiß das. Wir haben also ein Abtasttheorem und das Abtasttheorem muss eingehalten werden und so weiter. Und da steht jemand aus der IT-Welt auf und sagt, das sehen wir ganz anders. Ja, und da bin ich sozusagen richtig auf die Erde runtergezerrt worden und die Konsequenz ist eigentlich, dass wir uns dort jetzt bemühen, zusammenzusetzen und mal die verschiedenen Sichtpunkte aufzuzeigen, wie zum Beispiel ist Rechtzeitigkeit, wäre zum Beispiel für uns eines der Themen, ja, und dann zum Beispiel solche Begriffe klären wie Jitter, ja, das ist also sozusagen überhaupt gar kein Merkmal, das ist ja eigentlich eine Eigenschaft von einer Zeitgröße und alles so Sachen, das muss man sozusagen erstmal aufrollen und deshalb ist für mich diese Schnittstelle von der Kommunikation bis jetzt sozusagen abstrahiert dargestellt. Aber was heißt das? Wir brauchen eine offene Kommunikation. Der zweite ist, wir brauchen ein Quality of Service. Damit meine ich den Kommunikationsdienst, nicht den Anwendungsdienst, der auch als Service bezeichnet wird. Das ist schade, dass die Worte gleich sind, da kann ich auch nichts dafür. Mit der Telekom macht man zum Beispiel ein Service Level Agreement sozusagen, der diese Qualitäten da entsprechend auch hinterlegt. Und dann braucht man natürlich noch eine Dienstplattform. Das habe ich jetzt abstrahiert, das kommt in meinem Vortrag nicht zu vor. Die Industrie 4.0-Komponente muss natürlich mit diesen Dingen auch interagieren. Und das ist eine Aufgabe dieses Resource Managers, der in der Schale entsprechend enthalten ist. Das zweite Beispiel ist diese vertikale Integration. Da sind wir ja schon ziemlich lange dran. Und das Beispiel, was ich da hätte, wäre, also wir haben ein Gerät. Dieses Gerät hat einen Nutzungsvorrat, so heißt das in der DIN. Wenn es eine Weile gearbeitet hat, dann gibt es Drift oder Verschleiß oder so etwas. Und dieser Nutzungsvorrat neigt sich dem Ende entgegen und man möchte gern das Gerät dann entsprechend tauschen, wenn man weiß, im Sinne von der prognostischen Instandhaltung, dann würde man einmal die Nachricht erhalten, dass das so ist, aber was viel wichtiger ist, man muss den gesamten Parametersatz, der da drin steht, den muss man sozusagen da rausholen, damit das Gerät, was da hineingetauscht werden soll, mit diesem für diesen konkreten Platz zuständigen Parametersatz auch arbeiten kann. Und wenn man das in dieser Schale sozusagen zur Verfügung stellt, kann man das über den Workflow, wie wir es vorhin auch schon gesehen haben, dann diesen Parametersatz in das Gerät einspalten, zum Beispiel in der Meisterbude oder sozusagen, wenn das Gerät aus dem Lager geholt wird und dann kann es in das Gerät eingespielt werden. Und auch dazu braucht man natürlich entsprechende Semantik. Meine letzte Folie sagt das. Ich habe hier die Pyramide umgekippt. Ich kann das auch als Automatisierer sagen. Ich habe mich schon oft geärgert, dass es diesen zentralen Zugang zu jedem einzelnen Komponenten im System gibt. Die Leitsysteme sitzen da oben sozusagen und sozusagen sind der Herr aller Daten und aller Kommunikation. Und in Wirklichkeit sind aber schon Schnittstellen an allen diesen Kommunikationssystemen von der Seite vorhanden. Es gibt einen breiten Pool an Standards, der an verschiedensten Stellen sozusagen dort Informationen semantisch auch darstellt und auch entsprechend durch Kommunikations- und sagen wir mal Dienstschnittstellen zur Verfügung stellt und deshalb sehe ich diese Standards sozusagen als ein Gegenstand für die Verwaltungsschalen, die dann direkt unten auf die Gegenstände drauf zugreifen. Danke für die Aufmerksamkeit.